Dieser Kontinent, der von vielen Leuten A, falsch eingeschätzt wird und B, unterschätzt wird, hat in den letzten 10 Jahren eine der Europäischen Union sehr ähnliche Organisation gegründet, die African Union, die Afrikanische Union. Das ist die Organisation, mit der ich mich hauptberuflich beschäftige, bei der alle afrikanischen Staaten außer Marokko Mitglied sind. Und warum Marokko nicht? Weil Marokko sich immer noch über die Westsahara ärgert, die ja von der AU und deren Vorgängerorganisation, der Organization of African Unity, als Staat anerkannt wurde. Und dementsprechend möchte Marokko mit der African Union und diesem Western-Sahara-Staat nichts zu tun haben. Libyen beispielsweise ist Teilnehmer. Ja, nicht nur Teilnehmer. Sogar Spitze. Nicht nur Teilnehmer, sondern der größte Vorsitz. Finanzierer. Und jetzt doch Herrn Gaddafi auch hält Libyen den Vorsitz. Herr Gaddafi, der sich jetzt gerade so wunderschön als König der Könige betitulieren hat lassen, tut Afrika sehr gut in vielerlei Hinsicht. Weil diese 53 Länder, zum Teil sind da Länder dabei, die haben 800.000 Einwohner, die sind wirtschaftlich nicht lebensfähig. Und durch die Afrikanische Union haben sie jetzt eine Perspektive bekommen. Jetzt sehen wir etwas, die Economic Community of Western African States, ECOWAS, die sich ja langsam dazu durchgerungen hat, wieder zusammenzufinden, die anglophonen und die frankophonen Staaten in Westafrika zusammenbringen und sich am Beispiel der Europäischen Union auch so ein bisschen integrieren. Die haben eine Währung, 16 westafrikanischen Staaten haben eine Währung, die CFA Franczone heißt das, also den Franc. Und das soll jetzt eben durch die Afrikanische Union, die ich ja vorher erwähnt habe, auch ausgeweitet werden. Also man möchte bis 2018, so unrealistisch und utopisch das sein mag, aber möchte man den Afro einführen, eine gemeinsame afrikanische Währung. Die Zentralbank, dazu gibt es schon, von Herrn Gaddafi finanziert. Und solche Dinge wissen die meisten Leute nicht, was dieser Kontinent für Schritte nach vorne machen möchte. Also von der globalisierten Welt her gesehen, ist es ein anderer Planet. Ja. Komplett. Ein wirklich, und es ist erstaunlich, wie selten wir von unserem Planet auf den anderen Planet gehen, um uns da mal umzuschauen. Wie verhalten sich die Banken, die großen Banken, also nicht die Weltbank, sondern meinetwegen eine große deutsche Bank? Würde die dort Kredite hingeben nach Westafrika? Das hängt sehr von den jeweiligen Ländern ab. Es gibt natürlich auch afrikanische Tigerstaaten, die sich... Wer ist das? Nigeria? Nigeria war's. Die haben sich ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten durch diese Revolten, die sie im Niger-Delta ja sehr gewaltsam unterdrückt haben, und dass sie da keine Gesprächsbereitschaft mit den Rebellen gezeigt haben, war ein großer Fehler der Regierung von Herrn Obasanjo. Damit haben sie nämlich die Kreditwürdigkeit Nigerias deutlich heruntergesetzt. Und deswegen Privatinvestitionen nach Afrika, also von Firmen und Banken, sind in den letzten 4-5 Jahren leider Gottes stark zurückgegangen. Erfreulicherweise sind die interafrikanischen Investitionen gestiegen. Und das ist auch interessant, dass zum Beispiel eine Bank aus Botswana jetzt dann plötzlich in Tansania investiert und vice versa. Also. Das Kolonialsystem der damaligen europäischen Mächte hat ja eigentlich nur die Küsten besiedelt und Stichbahnen ins Landesinnere, die aber dann auch das Ende der Kolonie bezeichnen, gemacht. Das ist ja nicht durchdringende Erfassung Afrikas durch die Kolonialmächte hat es eigentlich kaum gegeben, außer dass Livingstone und Stanley einmal ganz durchmarschieren. Ja? Aber sonst sind es Randbesiedlungen. Richtig, und das verursacht unglaubliche Probleme, weil die Kolonien natürlich mit den Metropolen in den kolonialen Mächten verbunden sind, aber nicht untereinander. Und jetzt finanziert zum Beispiel die Weltbank ein Infrastrukturprojekt, eine Autobahn, eine Bahnlinie quer durch Afrika. Das ist unglaublich wichtig, weil der interafrikanische Handel extrem gering ist, einfach weil keine Infrastruktur besteht. In Angola gibt es 2 Eisenbahnlinien, eine von oben nach unten, eine von links nach rechts. Das reicht nicht, um ein so riesiges Land, die unglaublichen Schätze, die in dem Land sind, fördern zu können und dann für das Land gewinnbringend einsetzen zu können. Caesar beschreibt Gallien, das er erobern will, zur Kolonie machen will, als Gallia omnis divisa in partes tres. Das heißt, das ist der große Blick von oben. Ja, nicht? Also es ist eine Einteilung. Wenn Sie Afrika mal so einteilen würden. Ja, also ich glaube, da würde ich mich wahrscheinlich an die Einteilung halten, die die afrikanischen Staaten selber vorgenommen haben. Und zwar gibt es von der Afrikanischen Union, die ich ja vorher schon erwähnt hatte, 7
akzeptierte Regionalunterorganisationen, also Unterbauten, auf die die AU dann ihre Hoffnungen setzt. Da gibt es die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft, die 16 Staaten einschließt. Das geht bis wohin? Das geht einschließlich der Demokratischen Republik Kongo und einschließlich Tansania. Kenia gehört schon nicht mehr dazu. Kenia gehört dann zur Intergovernmental Authority on Development. Das ist das ostafrikanische Dependant der Afrikanischen Union. Dann gibt es die Central African Community, or Economic Community of Central African States. Die nordafrikanischen Staaten haben eine Arab Maghreb Union. Wie heißt das nochmal? Arab Maghreb Union. Eine Union der arabischen Maghreb-Staaten. Und das sind diese fünf, die quasi den Kontinent unter sich aufgeteilt haben. Und das ist leider nicht ganz problemlos verlaufen. Es gibt unglaublich viele überlappende Mitgliedschaften. Also dass ein Staat zum Beispiel in drei dieser Regionalorganisationen Mitglied ist. Da ist zum Beispiel der Kongo zu nennen. Kongo ist sowohl in Zentralafrika dabei, der große Kongo, genau. Auch Tansania kann sich nicht so recht entscheiden, sind sie jetzt Südafrika, sind sie Ostafrika, sind sie vielleicht sogar Zentralafrika. Und dann gibt es unter diesen fünf Regionalorganisationen noch Subregionalorganisationen, zum Beispiel die Ostafrikanische Gemeinschaft, die Uganda, Burundi, Tansania, Kenia zusammenschweißt. Die wollen innerhalb der nächsten 5 Jahre ein Land bilden, mit einer Armee, einem Regierungssitz, einer Währung. Utopisch in vielerlei Hinsicht, aber unglaublich interessant und für einen Politikwissenschaftler ein fantastisches Labor. Sie haben den großen Vorteil, dass Sie eine Sprache sprechen, Swahili. Und von daher ruhen meine Hoffnungen auch auf dieser ostafrikanischen Gemeinschaft in vielerlei Hinsicht, weil die ein sehr positives Beispiel setzen können. Und ich hoffe, dass andere afrikanische Staaten dem dann folgen, weil Integration ist die einzige Hoffnung, die dieser Kontinent hat, wenn wir uns weiter so von ihm abwenden. Ich möchte von Kapstadt nach Kairo fahren. Wie mache ich das? Da müssen Sie sich erst einmal sehr, sehr viel Zeit nehmen. Ja. Auf dem Landweg wird es unglaublich schwer. Da würde ich Ihnen auch höchstwahrscheinlich davon abraten, weil Sie durch den Sudan müssen. Das ist ein altes britisches Idol gewesen, nicht? Genau. Also da wollte man einmal durch. Ja? Richtig. Deutsch-Ostafrika behinderte das. Ja? Genau, und mittlerweile gibt es die neuen Deutsch-Ostafrikas sozusagen, wie den Sudan oder das nördliche Uganda. Die das verhindern. Ja? Die das zum Teil verhindern. Somalia exportiert zumindest in die Nachbarstaaten ja auch immer noch deutliche Unsicherheit, obwohl die Wahlen von vor 2 Wochen ja da ein bisschen Hoffnung aufkeimen lassen. Ich möchte von Dar es Salaam, ja, ganz zur Atlantikküste rüber. Wie kann ich das? Das wird Ihnen leichter fallen als die Nord-Süd-Route. Vor allem bis zu den großen Seen wird es Ihnen leicht fallen, weil Tansania relativ gut durch die Tourismusindustrie erschlossen wurde. Burundi, da werden Sie sich auch ganz gut durchführen, das ist ja nicht so groß. Durch den Kongo wird es dann schwer und da bleibt Ihnen höchstwahrscheinlich nichts, außer was der gute Herr Stanley ja auch gemacht hat mit dem Kanu auf dem Fluss. Und mit Leibwache? Einer großen würde ich in der Gegend empfehlen. Ja. Wenn Sie einmal in die Zeit des klassischen Imperialismus zurückdenken und Sie sehen da Lord Cecil Rhodes vor sich, ja, nicht? Ein Mann, der zuletzt Südrhodesien, Teile Nordrhodesiens in Privatbesitz hat, wie ein Landgut, ja, und eigentlich dort Landeplätze schon sucht, ja, für Raketen, ja, damit er den Mars als zusätzliche Kolonie erobern kann für Großbritannien, ja. Und Sie haben im Kongo, ja, den Privatbesitz des Leopold von Belgien. Das sind sozusagen die ganz alten unternehmerischen Konzepte für Afrika. Wenn Sie mir das mal beschreiben. Ja, es ist, glaube ich, ganz interessant, durch wie viele verschiedene Phasen dieser Imperialismus gegangen ist. Der Imperialismus hat angefangen eben mit diesem Unternehmertum. Man muss denken, das Unternehmertum war schon deutlich früher da als diese Berlin-Konferenz in den 1880er Jahren, als das erst politisch wurde, als die Kolonien politisch wurden. Auf der Konferenz davor in Berlin wurde Afrika noch einmal einer Revision unterzogen. Richtig, mit dem Lineal brav durchzogen. Es war ein einziger afrikanischer Teilnehmer dabei, nämlich der Kaiser von Äthiopien, beziehungsweise der Gesandte des Kaisers von Äthiopiens. Und der hat die Ogaden-Region beansprucht, quasi um dem Ganzen dann sein afrikanisches
den afrikanischen Haken zu geben, sozusagen. Aber immerhin ein christliches Königreich, ja? Ja. Das seit der Antike, ja, nicht? Seit König Salomo hier sich durchzieht und autonom bleibt, bis die Italiener kommen. Ist die einzige, afrikanische völlig autonome Staatenregion, muss man es ja fast nennen, weil es als Staat nie so recht durchgegangen ist, die nie kolonisiert wurde. Sie wurde kurzzeitig besetzt von den Italienern, aber das, wie wir alle wissen, hat ja nicht so gut geklappt. Ist ein großartiges Land, aber auch an diesem Beispiel zeigt sich, dass der Imperialismus nicht immer nur europäischen Gesichts war, sondern zum Teil auch, wie man jetzt mit der Ogaden-Region sieht, ein afrikanisches Gesicht haben kann. Und um nochmal auf diese verschiedenen Gesichter des Kolonialismus, des Imperialismus zurückzukommen. Also das hat angefangen mit diesem Unternehmertum, Privatbesitz, die Privatschatulle, the private treasure camp sozusagen. Und die Franzosen haben es ja immer chasse gardée genannt, also der private Garten. Und von diesem Unternehmertum ist es dann in den 80er Jahren durch die Berliner Konferenz sind es politische Gebilde geworden. Nach dem Tod Leopolds II. Wurde auch aus dem Privatbesitz eine belgische Kolonie für ein paar Jahre. Das ging bis zu 1950er, 1960er Jahren, als die Unabhängigkeitsbewegungen dann endlich Fuß gefasst hatten. Und die imperialistischen Staaten, also die westlichen Staaten, ein Interesse daran hatten, auf der einen Seite dieses Problem Afrika loszuwerden, auf der anderen Seite einen Fuß darin zu behalten. Und das haben vor allem die Franzosen ganz geschickt gemacht. Aber das ist jetzt neu. Zunächst einmal ist ein Kolonialismus so, dass er mit Sorgfalt auch umgeht, mit Gewalt und mit Sorgfalt. Egozentrisch, aber auch sozusagen patriarchalisch. Und in Kenia haben sie an den Hügeln das Kilimandscharo, wenn Sie so wollen, ja, nicht Farmen, Häuser, ja, und das ist sozusagen der Alterssitz für indische Beamte, britisch-indische Beamte, ja, das schönere Indien, ja, so kann man es doch sagen. Richtig, natürlich, und Großbritannien hat sich da auch unglaubliche Mühe gegeben, hat dort einen sehr effizienten Civil Service, hieß es ja immer, aufgezogen, und stimmt, das müsste man eigentlich zwischen den Unternehmerimperialismus und diesen politischen Imperialismus müsste man diesen effizienten Bürokratieimperialismus reinsetzen, der ja durchaus für 10, 15 Jahre mehr werden es wahrscheinlich nicht gewesen sein, Afrika sehr viel Gutes getan hat. Bildungsinstitutionen, die afrikanischen, wurden von vor allem den Briten ganz großartig gefördert. Und auch die politische Kaste ist von den Briten ganz hervorragend, langsam aber sicher an die Politik rangeführt. Sind eigentlich bis heute noch ein Residuum britischer Justiz. Die tragen noch die Perücken. Richtig, ein Überbleibsel aus längst vergangener Zeit. So, dass also gewissermaßen ein Rudiment von Verfassung, ein Rudiment europäischer Errungenschaften dort implantiert wird. Also Gartenbau sozusagen als die eine Seite und unter Suppression, Ausnutzung als die andere Seite der Kolonie. Genau, und meiner Meinung nach muss jede Entwicklungspolitik, die jetzt auf die nächsten Jahre gerichtet ist, diese Inseln wiederfinden und darauf auch etwas aufbauen. Und das kann man in sehr vielen Ländern noch ganz hervorragend tun. In anderen, zum Beispiel Simbabwe, ist es leider, glaube ich, dazu zerstört. Später. Da müsste man zerstört. Wieder komplett von neuem anfangen. Da sind Farmen, also Landwirtschaft, also eine hohe landwirtschaftliche Kultur importiert worden, aber eben im Grunde durch diese Zwischenherrschaft der Weißen, nach der Befreiung, nach der Unabhängigkeit, kommt hier eine Diktatur, die mörderisch ein Weißafrika ins Auge fasst. Eine Idee, dass man des portugiesischen Kolonien Südafrika und Südrhodesien zum Ausgangspunkt nimmt, für eine Offensive. Man muss nur Lumumba noch jetzt noch umbringen. Ja, richtig. Und dann hat man irgendwann mal Groß-Weiß-Afrika. Genau, das und das hat ja Gott sei Dank so nicht geklappt. Aber man hat dort zum Beispiel in Rhodesien jetzt, wenn man das als Beispiel nimmt, das heutige Simbabwe, das war eine Kornkammer. Es war die Kornkammer Afrikas. Und wenn man sieht, was daraus jetzt geworden ist, dann kommt man schon ein bisschen ins Grübeln und denkt sich, warum hat man alles abgeschüttelt? Nicht nur das schlechte Westliche, was ja ganz eindeutig da war, diese Diktatur, dieser Imperialismus, aber warum hat man auch die bürokratische Effizienz abgeschüttelt? Warum hat die man dieses Agrarwissen abgeschüttelt? Der Welt, die experimentellsten Lokomotiven werden für Afrika gebaut. Im Moment gibt es diesen aktiven Imperialismus, der aber auch sozusagen etwas unfreiwillig, etwas Gutes tut, gegen seine Absichten.
Und jetzt kommt die Zeit des negativen Imperialismus. Ich will dich nicht einmal mehr ausbeuten. Richtig, genau. Da sprechen wir über die 90er Jahre. Nach dem Ende des Kalten Krieges gab es einen Durst, einen Drang nach einem sogenannten Peace Dividend. Man wollte aus diesen Entwicklungsregionen sich zurückziehen. Afrika wurde marginalisiert. Es war kein Platz mehr für diesen Kalten Krieg, der ja auch in Afrika getobt hat, was viele Leute nicht wissen. Das heißt, der Kalte Krieg hat nach dem Ende des Kolonialismus noch eine Weile sozusagen die Zügel gezogen, richtig, ja. Ja. Auf alle Fälle. Und das, also man muss Somalia so als Endpunkt nehmen, also die Intervention in Somalia 1993, 1994, als das dann auch noch schief ging, das wissen wir alle, das ist sehr schief gegangen, hat sich die internationale Gemeinschaft gedacht, so Afrika jetzt erstmal, jetzt konzentrieren wir uns auf Bosnien, das ja da gerade hochgekommen ist, dann der Kosovo. Wir haben viel dringendere Probleme, die europäische Integration, das war so das Denken. Und dann hat man mit Afrika etwas getan, das in vielerlei Hinsicht noch viel schlimmer ist als die pure Dämonanz, nämlich man hat es einfach vergessen. Afrika wurde vergessen. Und so schlimm das ist, so gut war es für Afrika in vielerlei Hinsicht, weil auf sich alleine gestellt haben die afrikanischen Staaten zum Teil ganz beachtliche Erfolge erzielt. Ich habe vorher schon von dieser Afrikanischen Union erzählt, das wäre nie im Leben zustande gekommen, wären die afrikanischen Staaten nicht dazu gezwungen worden zu kooperieren, indem ihnen die westlichen und internationalen Kooperationspartner abgesprungen sind. Allein auf sich gestellt kam diese Idee des Panafrikanismus wieder hoch. Man hat sich auf die eigenen traditionellen Werte besonnen und Selbsthilfe in der Not. Man darf es ja nicht zu positiv sehen. Ja? Nein, das darf man nicht. Schon, man sollte also die positive Einigung Seite... Einigung auf dem geringsten Nenner. Genau. Ja? Aber jetzt haben Sie etwas, was neu ist. Ja? Nämlich, dass die Chinesen beispielsweise, ja? Ich höre von Ihnen auch die Inder, ja, richtig, ja. Hier vordringen. Das heißt, es gibt eine Konkurrenz zwischen französischem Einfluss beispielsweise und chinesischem. Das berührt sich bereits. Das überlappt sich sogar in vielerlei Hinsicht. Die Chinesen haben sehr früh die geostrategische Bedeutung des afrikanischen Kontinents erkannt. Nicht nur als Schatzkammer, als Rohstofflieferant, den sie ja für ihre Wirtschaft ganz dringend brauchen, sondern auch als Markt. Und 920 Millionen potenzielle Konsumenten sind unglaublich viel. Und vor allem sind das Konsumenten, die auf die Produkte anspringen, die in China hergestellt werden. Und zwar Billigprodukte wie billige Handys, billige, ach, da gibt es von Kleidung angefangen bis zu Haushaltsgeräten. Klein, billig und in großer Zahl. Das genau. Ist die, nach Darwin, ja, die, das Muster der Evolution. Wer das hat auf seiner Seite, ja, nicht, der hat den Entwicklungsvorsprung. Ja. Richtig, und man sieht es ganz klar, die Chinesen haben das strategisch erkannt, wie wichtig es ist und haben auch ganz klar erkannt, sie müssen sich ein paar Schlüsselpartner raussuchen und haben Äthiopien als Schlüsselpartner, haben Nigeria als Schlüsselpartner und versuchen das jetzt... Das produzierende Nigeria. Richtig, ganz, ganz wichtig für die Chinesen und jetzt entbrennt ein neuer kalter Krieg in Afrika. Und zwar zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den Chinesen, um die Rohstoffe in Afrika, um die politische Zugehörigkeit eines Staates wie Nigeria. In welche Richtung orientiert er sich? Orientiert er sich an diesem westlichen Entwicklungsmodell, das die Afrikaner ja vorleben und zum Teil leider Gottes auch immer wieder versuchen zu exportieren? Oder orientiert man sich an diesem Modell, das die Chinesen zeigen? Die Chinesen setzen keine Konditionen oder legen keine Konditionen auf ihre Entwicklungshilfe. Das heißt, die Chinesen geben 100 Millionen, sagen, es ist uns ganz egal, was ihr damit macht, seid froh und glücklich und gebt uns halt ein bisschen Erdöl. Wenn man jetzt mal unser Entwicklungsmodell anschaut, dann möchten wir eine Frauenquote, wir möchten Freedom of Speech, Redefreiheit, unglaublich viele natürlich wünschenswerte Bedingungen und Konditionen. Machen aber den Austausch schwer. Extrem schwer. Und deswegen verliert der Westen momentan Boden in Afrika. Und da sind wir wieder auf einer dieser neuen Phasen. Jetzt wird es relativ interessant zu sehen, wie sich das in den nächsten paar Jahren entwickelt. Und jetzt hat gerade Amerika den nächsten Schritt gemacht und dieses Africa Command gegründet. Zum ersten Mal ein eigenständiges militärisches Kommando für den afrikanischen Kontinent. Und zwar aus genau diesem Grund, um Afrika zu zeigen, wir haben euch nicht vergessen. Und ihr könnt weiterhin auf uns sehen. Unsere frühen imperialen Ideen, ja, sind genau. Noch lebendig. Jetzt sind wir wieder zurück. Ja. Also der Kreis schließt sich langsam.
Jetzt gibt es ein paar Zonen, man spricht von schwarzen Löchern der Zivilisation, vor der Küste von Somalia und auch in Nigeria, offenkundig aus ganz anderen Gründen, gibt es Piraterie. Ja? Und zwar eine andere Piraterie als in Somalia. Wie kann man das erklären? Da ist hier eine große Ölindustrie, ja? Also Reichtum at the top, ja? Nicht, der sich nicht auswirkt, der zur Verarmung im Übrigen führt. Richtig, also Nigeria, um nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorher schon kurz angesprochen hatte, hat einen Fehler gemacht bei der Umverteilung dieser unglaublichen Ressourcen. Bis zu 100 Milliarden Dollar im Jahr nehmen die durch Öl ein. Und anstatt es in Infrastruktur zu investieren, anstatt es in Bildung zu investieren, anstatt die Stämme im Niger-Delta irgendwie daran zu beteiligen, das ließe sich ja mit Peanuts von diesen 100 Milliarden locker durchführen, hat man das komplett zentralisiert, dieses Geld. Es wird alles in Lagos und in ein paar wichtigen Städten verwendet, aber ansonsten kommt wenig bei den Leuten an und das ist das Problem. Und jetzt in diesem Delta, ja, nicht, wo alles Öl durch muss, ja, da regt sich jetzt Widerstand. Da sind sozusagen spanische Partisanen. Ja. Und das ist das ganz große Problem, ist diese Marginalisierung dieser Rebellen und Stammesgruppen, gekoppelt mit der Schwäche der staatlichen Strukturen. Nigeria, auf der einen Seite gibt man ihnen nichts, aber auf der anderen Seite kann man diese Stammesgruppen auch nicht kontrollieren. Und das führt natürlich dazu, dass man jetzt diese Rebellen hat, die Niger hoch und runter fahren und jede Woche die Ölarbeiter entführen. Und das führt dann wieder dazu, dass die Kreditwürdigkeit Nigerias nach unten geht. Das führt dazu, dass Nigeria keine Entwicklungsprojekte mehr finanzieren kann. Und das führt wieder dazu, dass noch weniger Geld dazu da ist, um solche Stammesgruppen dann auch zu befrieden mit einer Straße, einer Schule, einem Brunnen. In den großen Sicherheitskonferenzen, zum Beispiel auch in Aspen in USA, wird ja das Jahr 2040 immer wieder diskutiert. Als ob wir nicht im Jahr 2017 auch schon eine Krise haben könnten in der Welt, die mit militärischen Mitteln zu lösen ist. Reden Sie davon, dass der späteste Termin, zu dem die USA und China in Konflikt geraten, 2040 sein wird. Und dies sei, wird in den Expertisen gesagt, ein Problem in Afrika. Ja, also ich persönlich teile ja so ein bisschen die Einschätzung von Herrn Fukuyama, dass wir uns nicht auf einen Konflikt zwischen den USA und China einstellen müssen, zwanghaft, weil wir immer einen Konflikt brauchen, auf dem wir unsere Ängste projizieren können. Und wenn es halt dann nicht die USA und Russland ist, dann wird es jetzt plötzlich USA und China. China hat solche unglaublichen Probleme. Es sieht man jetzt die Millionen Wanderarbeiter, die durchs Land ziehen. China ist kein Gegner. Also die Entdeckung Afrikas, ja, wäre deutlich interessanter als die Besiedlung des Mars als Projekt. Für mich persönlich auf alle Fälle und auch deutlich realistischer. So utopisch beides sein sollte.